So, hallo alle zusammen, Namaste, ich hoffe es geht euch gut. Vielen Dank für die bisherigen Stimmen, die ihr mir bei der Essex Training Squad Challenge gegeben habt. Ihr könnt weiterhin voten bei Men's Health und bei Women's Health. Und das freut mich total, ich habe ganz viel Feedback gehört, dass ihr meine Alter Ego Stimme, meine kritische Stimme, die ich habe, wenn ich das Video bearbeite, dass sie euch gefallen hat. Ich werde weiterhin in Zukunft diese komische Stimme hier einbauen. Und heute geht es um eine kleine Challenge, und zwar geht es um im Standing Split die Ferse anheben. Okay? Es geht darum, einfach ein bisschen fähiger zu werden, einfach ein bisschen Spaß zu haben und ein bisschen die Konzentrationsschraube noch weiter hochzuheben. Okay, here we go. Das Wichtigste ist, dass du deinen Körperschwerpunkt unverändert lässt. Das heißt, das Zentrum deiner Masse bleibt genau da, wo es ist. Wenn ich jetzt hier einfach so meine Fersen anheben würde, dann sieht man, dass meine Körpergröße nach oben wächst und man sieht, dass mein Körperschwerpunkt sich nach oben verlagert. Ja. Ich vermeide meine Körperschwerpunktsverlagerung, indem ich meine Knie nach vorne bewege, während ich die Fersen anhebe. So bleibt das Zentrum meiner Masse unverändert. Okay. Also, tada, hier ist das Standing Split. Und natürlich bin ich mit beiden Händen am linken Sprunggelenk, sonst bringt es ja keinen Spaß. Ich verlagere mein Gewicht so weit nach vorne, dass die Zehen schon mal auf jeden Fall in den Boden drücken. Und dann mache ich genau dieselbe Übung von eben gerade. Easy peasy lemon squeezy. Gebe ich mein Knie nach vorne oben an. Und ich arme oben nach Ferse. Dann im Standing Split. Und so kurz einmal so die Hände auszufahren, ist natürlich kein Problem, denn wir sind alles nur Menschen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Namaste.